Guns N' Roses, Rebel Yell, Star Wars, alle anderen laufen. Die laufen auch. Die laufen auch. Ach, das wird schon. Tüll, bulu, paf, kutscha, kutscha, 100.000 Mal. Riff, 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 riff. Chuck, chuck, chuck. You get nothing. Dann es geht bis hier. Dann kommt Intro 3. Das ist wieder. Ich denke, damit bin ich happy. Dann gehe ich jetzt eine rauchen und dann mache ich mein Set auch nochmal. Ach, du warst im grünen Bereich. Ja, aber nur fast. Hör zu, Jungs, ich will's nochmal durchgehen. Flüng, guten Morgen. In der Tat, wir haben gerade Mitternacht durch. Wir haben jetzt Samstag. Wir haben den Tag vom Konzert her. Ich bin ein bisschen müde. Ich habe nicht so viel geschlafen. Ich habe ziemlich Hunger. Ich habe nicht so viel gegessen. Aber ich möchte es gerne noch einmal durchgehen. Ich würde es wirklich gerne noch mal durchgehen. Ich würde es echt gerne. Außerdem würde ich es gerne einmal noch durchgehen. Weißt du ja, kennst mich doch. Dann machen wir es richtig. Okay, das Ganze auf Anfang, Frank. Zum einen, um diese Saiten einmal warm zu spielen. Die sind nämlich noch neu, dass sie sich nicht verstimmen, falls ich an die Gitarre muss. Zum anderen, um unter Konzertbedingungen zu proben. Das bedeutet, ich habe das Playback, also in einem Ohr, höre die Gitarre von da, höre den Gesang von da, deswegen wird das da laut. Muss dann mal gucken. Ich kann es trotzdem aufnehmen. Stellen wir uns mal vor, hier hängt eine Setlist. Stellen wir uns mal vor, hier hängt ein Schuh. Ach so. Eine Sache noch, ich werde, Jeff, die werde ich mit deinem Bass spielen müssen. Ich habe meinen hier stehen. Ich habe einen Gurt zu wenig, das ist blöd, der ist gerade zu Hause mit der anderen Gitarre. Die es hier noch so gibt, haben alle Security Locks. Passen da nicht. Deswegen nicht böse sein, ich spiele einen zu anderen mit. Pizza ging klar. Pizza geht inzwischen klar, das ist gut, das ist wichtig. Hier ist aufgedreht. So, nimmt er? Ja, nimmt er auch. Wunderbar. Wie laut bist du denn jetzt im Vergleich zum... Aber ich probe lieber mit dem Gesang, also mit dem Monitorgesang ein bisschen zu leise. Ich nehme jetzt hier schon eine Stunde ins Nix auf. Speichereffizienz und so. Stellen wir uns mal vor, hier läuft ein Schlagzeuger. Ah, warte mal, was natürlich sein kann. Das machen wir aber mal eben noch. Das kommt jetzt von der USB. Wie ist denn das, wenn das vom Desktop... Gut, dauert nochmal 3 Minuten. Hängt er sich dann nicht auf, weil die Billow hat sich bei der letzten Probe auch an zwei... Ich habe Jesus dann mit, meinen eigentlichen PC. Bin auch noch nicht fertig mit dem Video. Für morgen, für heute, für später. Muss es nochmal neu exportieren. Es fehlt die Blasmusik in Dunkel. Bei Mutter Ficur waren zu spät ein bisschen. Ich habe Staub gesaugt und der Müll ist raus. Ich bin die geilste Sau, ich kriege Dinge geregelt. Und die Orgel bei Barrett auch, ein kleineres bisschen. Doch ich gehör nicht mehr dazu. Und ich war nie so drauf wie du. Ich will immer noch ein anderes Playback-Intro haben. Ich habe eins zusammengeworfen aus Wolfenpalazzo, aber mehr, um schon mal eins zu haben. Und ich finde es echt nicht so gut. Und ich habe die Zeit nicht mehr, um es noch besser zu machen. 2 Minuten. Aber mit der Gitarre, das ist auch ein Grund für Kapok Tuft, mit der Gitarre, weil das eigentlich mal eine Rechtshänder-Gitarre war, deswegen sind da die Knöpfe hier oben, passieren einige Dinge. Guck mal, hier hast du, da hast du Punkte auf dem Hals, die hast du hier nicht. Ich gucke halt auf die falsche Halsseite. Deswegen spiele ich immer ein bisschen blind, es sei denn, ich gucke halt richtig drauf und dann stehe ich immer ein bisschen komisch. So, dann stellen wir uns doch jetzt mal vor. Hi, ich bin der Baum und ich probe für die Coverband, wo ich einspringen tue. Ich hasse mich ein bisschen dafür, dass ich den jetzt erst kennengelernt habe. Ernsthaft, der ist so gut. Und nehmen uns den hier. Und dann starten wir direkt durch. Das ist wie damals, wenn er... damals. Wenn er halt vor der Startbahn nicht noch warten muss, ne? So, kriegen wir dich auf Vollbild? Wunderbar. Du weinst in deine Socke und dann weinst du noch einmal. Du weinst in deine Socke und du weinst dich in den Schala. So, mal ganz kurz hier, ne? Mal ganz kurz. Ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, wenn er mir den Line-In auch noch auf den Kopfhörer gibt.
Dann habe ich nämlich ein bisschen viel Gitarre auf einmal. Schön, dass ihr da seid, alle zwei, beide da draußen. Noch viel zu viele Sandsack, schoppelt für den Sandstein-Tempo, yeah. Oh Baby, ich muss Sandsack, schoppelt für den Sandstein-Tempo, yeah. Auswendig seit 100 Jahren. Ja, nie gespielt. Oh, no. Geht dann in das Solo-Ding. Pff, you don't know what it's like. Puff, puff, puff. Gibt's bestimmt als Trance-Version oder so. Denn keine scheint wie sinnvolles Gitarren-Solo. Und dann vielleicht bleibt dir aufs Klo eine Latte, Latte, Latte. Nice. Sag ich noch, don't drag me down, easy. Ich habe Staub gesaugt. Ich habe Wackelkontakt in meinem Effektsalat. Das soll dich nicht stören. Ich sage das nächste Lied an. Star Wars hat Probleme gemacht. Oh, looking back. Yeah. Jetzt hat sie gelitten und jetzt muss ich gut gestimmt sein. Das nächste Lied hat offene Akkorde. Vielleicht kennt das jemand. Also offene Akkorde meine ich jetzt nicht das Lied. Das kennt überhaupt niemand. Und ganz klischeehaft gegen das Klischee, das ihr repräsentiert. Ihr seid ja nicht mal hier, ihr seid im Park. Boah, die muss ich mal lernen. Vom Mentalen her. I'm not gonna change my mind. All I know is I don't know. Nice. Der ist durch. Thing Called Love haben wir damals schon gespielt. Wanderer auch. Du, Alter, du hier die ganze Dankeschön, Zeit. Dankeschön, ciao. Viel Spaß noch heute Abend. Ich wette, er war voll die Pfeife, aber ich glaube, ich war ganz cool. Ja, schön, dass du weg bist. Ich habe es 100 Mal gehört. Da sei dir sicher. Oh nein. Oh, ach nee. Ach, noch viel schlimmer. So's. 1:08, wunderbar, das ist eine Lost-Zahl. Hier ist übrigens bei Gitarristen ist hier immer die Metallsplitterecke. Da unten, da so. Das ist ganz furchtbar. Yeah! Yeah! Scheiß Lied. Da hab
hab ich auch vergessen, mir einen aufzuschreiben. Kann ich nicht spielen, leider, morgen, muss ich absagen. Bam. 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 So nämlich. Haben wir den da auch stehen? Okay, das war der letzte Testflug. Es war am Anfang ein bisschen blind, weil ich nur Gitarre gehört habe im Grunde. Aber ich wusste, wir haben ja schwach angefangen, aber stark gesteigert, würde ich sagen. Ich denke mal, ab Latte war es eigentlich. In Ordnung, so ein paar Blöde hatte ich da drin. Das Duchow-Solo werde ich morgen noch 30 Mal spielen. Solo habe ich verhauen, aber das verhaue ich ja sonst nicht. Windhosen war häufiger als die letzten Male. Zu spät, gebt mir einen Job, der Kopf nicht geht, wunderbar. Ja, Latte ist geschenkt, Wachtraum ist geschenkt. Da habe ich die Ansage vor vergessen, das ist, wo er sich dehnt. Ferien, Nina war gut, Nina war super. Ja, es ist die letzte Flasche, die da war, das ist Karma. Sie ist aus Kanada, oh wie schön, habe ich gelernt. Pause zum Tal hin nach Nina, das ist echt gierig. So, einfach billig. Vor Dosenbier ist eine kurze Pause, das muss ich mir merken. Da darf ich nicht anfangen, irgendwas zu erzählen, wofür die Zeit dann nicht reicht. Das soll ja auch überraschend losgehen. Ja, nicht Flugzeuge einweisen, sondern hier, komm, dann verzehr ich auch mal offene Akkorde wie 2003. So. Down with the Sickness, ne? Ich hab wieder gesagt, das nächste Lied ist kein Lied. Was du nicht weißt, lässt dich nicht kalt. Und ja, wer war hier noch nicht gemeint? Ich bin es selber schon leid. Dabei wollte ich eigentlich sagen, das nächste Lied ist kein Lied, ne? Was haben wir noch? 100 Mal läuft inzwischen. Ist nur irgendwie kacke, wenn ich da ungestimmt rein. Das ist jetzt auch schon öfter passiert. Kurz vor 100 Mal verstimme ich mich irgendwo. Ein Song über sein eigenes Intro. 8.15 muss ich mich konzentrieren, da muss ich mich einfach konzentrieren, dass ich den nicht verhaue. Knowledge und Eddington ist auch geschenkt. Ich denke, das wird ganz cool morgen. Heute, später. So, und stellen wir uns mal vor, die hängt da nicht mehr. Und jetzt wieder dahin. Eins Donnerstag, das war gestern, General. Ah, die Schranze, die sind immer noch nebenan. Wahrscheinlich voll die lieben Leute, aber was da aus dem Raum kommt, ist... Was aber auch nicht schlimm ist. Ist ja auch in momentan. Dieses Jahr noch Elektromucke. Nächstes Jahr, warte ab. Der Rolling Stone schreibt schon wieder über Punk. So jetzt nicht aus, okay? Okay. Ich hab aber Bock, ja. Seine Drähte laufen heiß, er ist alleine und er weiß, gleich ist die Kacke hier zu Ende. Und alle meine Markenzeichen wirken heute irgendwie stur. Ich gehör nicht. Ich hab gesagt, der ist egal, den kann ich. Get right in your car. Das ist echt richtig scheiße gut.